Hallo, das hier ist wieder ein Update-Video. Das heißt, ich rede ein bisschen darüber, was wir in letzter Zeit gemacht haben, was wir gerade machen und was wir in nächster Zukunft machen werden. Und die größte Sache, die sich gerade bewegt, geändert und allgemein entwickelt hat, ist, dass wir einen zweiten Kanal haben. Es gibt jetzt Orkenspalter TV spielt. Der Grund dafür ist, dass wir sehr viele Videos haben. Ich rede hier ja öfter darüber und darüber, wie neue Playlists und Strukturen und das Sortieren dafür sorgen sollen, dass man leichte Dinge findet. Und nach vielem Hin und Her und auch einer Umfrage auf Patreon und Rücksprache mit vielen Leuten haben wir uns entschlossen, dieses Chaos durch einen zweiten Kanal ein bisschen zu bändigen. Das heißt, unsere Let's Plays von Rollenspielen werden auf Orkenspalter TV spielt landen und auch mehrere Sachen, die aktuell laufen, sind bereits dorthin umgezogen worden. Manchmal gibt es dann jetzt Dinge, die auf beiden Kanälen parallel sind, aber auf Dauer ist es der Plan, dass vor allen Dingen alle Sachen, die wir neu anfangen und alle, die aktuell laufen, ihren Weg dorthin finden werden. Es ist eine schwierige Balance zwischen Ordnungsempfinden und anderem Ordnungsempfinden, beziehungsweise Komplettismus im Endeffekt. Wir wollen die Sachen dort haben, wo man sie leicht finden hat, kann und wo sie hingehören, ohne dass irgendwo etwas fehlt. Aber ihr seid hiermit eingeladen, euch dort mal umzuschauen, euch die Playlist anzuschauen, festzustellen, ob ihr vielleicht Dinge leichter findet, die ihr sucht, ob alles so passt und natürlich das Übliche, das mit dem Liken und auf Glocken klicken und dergleichen, das würde uns sehr weiterhelfen und dem kleinen Babykanal selbstverständlich auch. Was passiert sonst noch? In der nahen Zukunft, in der nächsten Woche liegt wieder eine Online-Convention, und zwar die vierte Conspiracy. Da sind wir wieder Partner von Pegasus. Das heißt, wir werden das Wochenende streamen und vor allen Dingen haben wir haufenweise Let's Plays. Wir werden mehrere verschiedene Dinge spielen. Midgard, Numenera endlich auch mal wieder und Shadowrun. Und naja, das Letztere ist auf jeden Fall gute Tradition. Und wir nähern uns vor allen Dingen dort auch dem Finale. Das heißt, wir werden eine schöne, ausgewogene Mischung aus One-Shots haben und der Fortsetzung von dieser Kampagne, wo wir alle ein bisschen bibbern, was am Ende noch mit uns passieren wird. Ich hoffe, unser Spielleiter ist gnädig. Etwas anderes, was wir zuletzt angekündigt haben, ist jetzt tatsächlich fertig. Wir hatten zuletzt darüber geredet, dass wir wieder einer ganzen Reihe von PDFs arbeiten, die wir veröffentlichen wollen im Skriptorium Aventuris. Die sind jetzt alle da, das heißt, ihr könnt euch dort umschauen und dann unsere aufgearbeitete Version von unserer Lab-Kampagne für das Schwarze Auge runterziehen, reingucken und mal schauen, ob da was dabei ist für euch zum Nachspielen oder Überarbeiten. Und das waren die drei größten und wichtigsten Punkte. Also, wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch auch auf dem zweiten Kanal wiederfinden werden. Wie gesagt, auch Stück für Stück werden eben alle von unseren Let's Plays dort landen und eine neue Heimat finden, damit eben auch für andere Formate wie die Late-Night-Shows oder Worlds and How to Use Them ein bisschen mehr Raum auf dem Hauptkanal bleibt, weil ansonsten nehmen die sich ein bisschen den Platz weg und drängeln sich mit den Ellenbogen in die Ecke. Und das ist alles unfair für die verschiedenen Sachen, die wir hier machen und für die Leute, die uns dabei helfen. Ihr müsst euch dabei übrigens auch keine Sorgen machen, dass Dinge hier jetzt verschwinden. Also alles, was hier hochgeladen ist und hierhin gehört, das wird jetzt hier nicht rausgekickt, sondern höchstens gedoppelt. Und die Shadowrun-Kampagne, die werden wir auch hier jetzt zu Ende führen, weil es nur noch wenige Folgen sein werden, bis wir damit am Ende angekommen sind. Aber alles, was in Zukunft kommen wird, landet auf dem Zweitkanal. Und wir werden dann aber die Playlists natürlich so hin weiter pflegen, dass Dinge, die zusammengehören, auch weiterhin auf beiden Kanälen in den dazugehörenden Playlists landen, egal auf welchem Kanal es jeweils hochgeladen wurde. Das heißt, hoffentlich mehr Übersicht für alle, ohne dass irgendjemand etwas verliert oder etwas nicht mehr wiederfindet. Hoffentlich funktioniert das alles so, wie wir es uns gedacht haben. Helft uns dabei. Und wie es sich jetzt ein bisschen als Tradition entwickelt hat, gibt es jetzt im Anhang an meine kurzen Erklärungen auch noch einen kleinen Überblick über die Best-ofs und Outtakes der letzten Wochen. Wer bist denn eigentlich du, du Schmuckermann? Oh, das hat mir in fortgeschrittenem Alter schon länger keine Dame mehr gesagt. Dexter Nemrod zu euren Diensten. Du kannst tatsächlich mit einem Satz über den Schwarm von Ratten hinweg hechten und dich hochziehen und dann stehst du unter dem Bauch der sich aufbäumenden, gewölbten Kreaturen. Du siehst, wie Fleischfasern und Fetzen hinten an seinem Hinterleib obszön nach unten sinken mit dem Ei, das da an der Klippe hängt und gerade nur von so ein paar Fetzen Fleisch gerade gehalten wird. Und
könntest jetzt noch eine Aktion durchführen. Nevia neben dir ist halb zu Boden gegangen, brennend und versenkt. Und du siehst Amaldo inzwischen in Flecken in der Luft schweben, wo der Mantel zerfressen worden ist. Nevia, halte durch! Und ich werde versuchen, mit einem Tritt das Ei noch nach über die Klippe zu befördern. Dann hätte ich auch von dir gerne eine Körperkraftprobe. Die ist im 4 erschwert für dich. Oh, dann muss ich eine 4 oder niedriger würfeln. Oh, da setze ich einen Schicksalspunkt ein, das war eine 12. Das probieren wir nochmal, vielleicht hab ich Glück. Komm, Fex, Hilfe. Sorry, war auf dem Bild abgelenkt. Nur weil Anubitus gerade sagt, holla! Tada! Ja. 4 Erfolge. Wow. 4 Erfolge? Ja. Yeah. Cool, danke, also kommt nicht los. Nice. Oh, Andreas, du bist ein Schatz. Und in dem Moment löst sich der Boden unter dir. Und du hast für einen Moment die Erkenntnis, dass wenn du einfach nur noch aufstampfen würdest, würde dieser Teil der Klippe wegbrechen. Mit dem Ei, aber auch mit dir. Das heißt, es ist jetzt deine Entscheidung, ob du deinen Fehlschlag, als es passiert nichts, oder es passieren fatale Dinge, werten möchtest. Ist auch niemand zurückgekehrt von den wenigen, die es gemerkt haben, daher. Ist es jetzt an euch, dieses Geheimnis zu lüften und vielleicht mit Gold, geheimem Wissen und kostbarem Schrott aus tief wieder emporzusteigen. Und dazu habt ihr euch, wie ich sehe, einen Helfer aus einem nahen Dorf oder so angeheuert. Moritz. Ja, es ist sehr ähnlich, ja. Und zwar kommt ihr an dieses Tor und an diesem Tor lehnt schon ein Typ, hat so einen Dolch, eine schwarze Robe, macht sich so die Finger mit dem Dolch sauber, hat einen sehr, sehr, sehr geschmeidig zur Seite gegelten Seitenscheitel. Voll der Strebertyp, sieht aber trotzdem unglaublich sympathisch, freundlich, attraktiv und spektakulär gut aus. Und nachdem ihr die ersten anderthalb Worte mit ihm gewechselt habt, merkt ihr auch, der ist so unfassbar nett. Wie konnte der nur seine Maximalpunkte auf das Charisma draufknallen? Das ist ja unfassbar. Als ihr ankommt, meint er, hallo, Kevin mein Name. Denkt ihr, ihr bräuchtet Hilfe? I was about to reach for my crucifix. Instead, I drop the bundle of clothes. I stand up. I stagger backwards, probably fall over once or twice in the process. And once I can find my feet again, I just run. Right, okay. Und er hat seine Orkzähnchen drin. Wo waren wir? Fischers Otto frischt Fischen Kartoffelbrei oder so. Salat. Diese Wände scheint irgendjemand mit braunroter Farbe lauter Einsen und Nullen gemalt zu haben. Ein Blick auf deine sehr schmerzenden Finger verrät dir, dass du das warst. Und zwar mit Hilfe von, du hast dir einfach die Fingerkuppen so ein bisschen angebissen oder abgebissen und dann damit mit deinem Blut an die Wände gemalt. Zumindest vermutest du das, denn die tun unglaublich weh. Guck zu, Alesta. Warum haben wir eigentlich keine Profis als Crew? Weil wir keinen Captain haben. Ich gehe zu Alesta hin, spring hoch, High Five. Klatsch. Heke ist inzwischen mit seiner Kiste bei dem Brunnen, der auch auf dem Platz steht, angekommen und hat sie dort abgestellt und sich draufgesetzt und hat von irgendwoher eine Stulle gezaubert, an der er jetzt nagt. Letzt abgeschlossen. Die Grenzen, nein. Die haben alle so ähnliche Namen, diese verdammten Abenteuer. Also. Wir haben jetzt grenzenlose Macht und wir hatten vorher unsterbliche Gier. So rum. Wenn du nochmal bei dem Yeti-Kind in dem Wertekasten schaust, steht da, ob ich, glaube ich, ganz klein unten drin, hat Trump oder AfD gewählt, ne? Ja. Deswegen. Das war's. Kurze, knackige, kleine Übersicht. Und hoffentlich findet ihr auch diesen Monat etwas bei uns, das euch gefällt, das euch anspricht, das euch irgendwie anregt, Rollen zu spielen. Und vielleicht sehen wir uns auch auf der Conspiracy. Das würde mich sehr freuen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.